Und damit willkommen zu einer neuen Folge Dating Simulator. Ich musste kurz überlegen, welches Spiel wir jetzt genau spielen. Und wir haben Geld und wir haben ein neues Match mit Gianna. Gianna, du geile Sau. Glückwunsch. Lass uns treffen. Ja, komm, Alter, direkt rein. Gar nicht lang schnacken. Wo wohnt sie denn? Wo ist sie denn? Wohngebiet da unten. Okay. Ich wollte gerade einen dummen Spruch bringen, dass ich ja schneller als der Elon in seinem Tesla bin, aber ja, Isekai Kun hat dann so gedacht, haha, not today, Madapada. Energie ist etwas low. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Ist kein Problem. Wir müssen auch mal wieder die Libido ein bisschen aufrangieren. Muss mal gucken. Ich glaube, das Haus da oben in dem Wohngebiet ist das nächst tolle, was wir uns holen können. Das Problem ist, wir brauchen in unserem Haus oder wir können in das Nebenhaus ziehen, eigentlich mal langsam ein Bett und sowas vielleicht. Zum besseren Checker-Decker. Und da ist halt der Laden direkt, wo man sich mal eine Lümmeltüte oder was zu fraken holen kann. Town. Ein bitte, da saß gerade irgendeiner hinter mir. Oh, die Bäume hier halten aber gut. Wir kennen sie nicht, diese Freiluft wachsenden Schwebebäume. Vorsicht. Miss? Wow. Wir waren uns dann einig. Die Bar ist wieder da ganz oben, ey. Alter, verdammt, lass mich da durch. Warte. Ich musste da durch. Das klappt, das klappt, das ist genau dafür gemacht. Habe ich in der Fahrschule gelernt. Tut mir leid, Jana, mein Radio ist kaputt, aber ich kann uns was singen. Okay, ich kann nicht singen. Der Gott des Isekais will nicht, dass ich eine große Gesangskarriere angehe.
Irgendwann kenne ich die Karte auch auswendig, so oft wie ich da drauf geguckt habe. Gar keine Sorge. Let's go to the bar. Today. Warte mal. Ah. Lass mich in Ruhe, Baumdall. So, diesmal parken wir direkt andersrum, damit hier gar nichts Dummes passieren kann. So, bist du diesmal ein bisschen entschlossener? Nein, na toll. Sieh im Menü. Dann gibt's heute mal das Bier. Zack, zack, sprechen. Der Theorie. Ah. Schämen Sie sich nicht, Ihrer Familie so zur Last zu fallen. Hoffe, meine Ausdauer macht das mit. Sagen. Richtig, richtig. Natürlich. Weißt du, ich bin hungermüde, geil gerade. Nur gewaschen, noch einigermaßen. Siehst du, da arbeite ich zum Beispiel, wenn ich Lust habe. Oder ah, da wohne ich. So, da ist Astro World. Letztes Mal, als ich hier war, war es ziemlich verbuggt noch. Das ist aber jetzt schon Offplay 2 Stunden her. Oh, nehmen wir das da, das sieht doch lustig aus. Echt würde ich übrigens nie in irgend sowas einsteigen. Lass mir das überlegt, ich will hier raus. Hallo? Kumpel? Nein. Ah!
Der geht's gut. Okay. Hältst du die Schrauben aus deinem Sitz? Hast du gewusst, wie viele Leute bei sowas sterben? Interessante Fakten über Achterbahntode in den letzten 200 Jahren. Also. Stell dir vor, hier löst sich jetzt eine Schraube. Dann fliegen wir im hohen Bogen und sterben. Aber zusammen. Was denkst du, wie lange geht so eine Fahrt? Hast du denn Spaß? Gut, ich nehme mich auch, komm mit. Muss mir gleich noch eine Lummeltüte wiederholen. Nee, wir gehen jetzt nicht reden. Aber gar keine Zeit gerade für. Glaube, ich bin nicht mehr ganz jung. Und sollte mich eher auf ein Date pro Tag beschränken, bevor ich jetzt wieder so einen Stress habe. Und dann auch mal gucken, ob ich mal ein paar andere Art Models bekomme. Die ist ja schon mal was anderes. Thomas anderes. So, ich habe hier absichtlich gehalten. Auch das einmal. Da alleine $35 für eine Lümmeltüte. Aussehen. Hausähnlicher Zwinger. Stehst du doch drauf? Ja, habe ich zum Glück eins. Stecker. Das Kondom klemmt. Oha. Skibidi bang bang. Ich muss pennen. Warte, ich habe gerade den Erfolg Single Dad bekommen. Wo? Nicht hier. Überhaupt hier nicht.
kann noch das Haus da unten kaufen, ne? Ist genauso eine Ranzbude. Kostet mich $250. Aber auch ein paar mehr Räume dafür, ne? Oh, ich verhungere gerade. Gucken wir doch aber erstmal Mitteilung. Das, mein Baby kostet mich Wartungskosten. Sorry, nennt mich oberflächlich, aber nein, nicht schon wieder. Isabella ist mal wenigstens was anderes. Let's go. Immer schön dehydriert, nicht dehydriert. Seid nicht dehydriert. Sonst seht ihr so aus wie die meisten aus dem Finder-Dating-Portal. Meine Libido eigentlich hoch genug? Bin ich gerade geil genug? Ich hoffe es. Ich habe Hunger. Ich brauche einfach was zu futtern. Und wieder eine Lümmeltüte wahrscheinlich. Ja, erstmal wird essen. So, wir wollen seine Lümmeltüte. Schön Orangensaft noch hinterher. Irgendwas mit Badjaritz. Okay, was machen wir dann jetzt? Wir können ja mal spaßeshalber gucken, was so das Haus zum Beispiel da in der Stadt kostet. Ich habe mich schon wieder festgefahren. Hab schon. Ja. Ich bin meisterhafter Fahrer. Ich will es nur noch mal erwähnt haben. Ja, du sagst vorwärts. Vorwärts. Ah, da habe ich doch wieder super geregelt. Libido zu niedrig, da toll. Ich muss erstmal wieder in den Club, Alter, das kostet wieder ein Fuffi. Was ein Dreck. Ja, okay, wir nehmen hier den großen Weg. Dann gucken wir mal, was das kostet. In der Stadt zu wohnen, bei den anderen Läden. Warte, jetzt könnte ich hier beide gucken, ne? Da ist doch noch diese komische kleine. Was ist eigentlich mit diesem dämlichen Auto los?
So. Geht doch. Ja, alles gar kein Problem. Digga. Ihr, wie gefällt dir das? Oh, das sieht teuer aus. Ja, 3.500. How about no? Skibidi So, was kostet der Spaß hier? Zweitausend. Es geht doch sogar schon fast. Da unten will ich gar nicht gucken eigentlich. Das wird noch mal ein bisschen mehr sein. Also 350 oben, 3.500 in dem Bonzengebiet, 2.000 hier. Ach komm, einfach damit wir es einmal komplett haben. Du musst dich jetzt hier und dann einfach okay. Skibidi bap bap bap. Oh, ich bin. Jetzt echt die falsche Richtung. Ja, natürlich. Habe mich schon wieder festgefahren. Ey, das darf nicht passieren, Alter. Schieb! Schiebung! Das müssen wir leider dem kleinen Isekai-Transporter hinterher, okay. Da zieht er dran vorbei, da zieht er dran vorbei, da zieht er dran vorbei, da zieht er dran vorbei. Go Schmocki, go Schmocki. Aha. Du. Oh. Bin voll in die Ambulanz gefahren. Jetzt hast mich da durch. Danke. Hat jetzt keiner gesehen. Mach das nicht in echt. Ist aber echt am anderen Ende, ne? So.
750. Also dafür. Hübsch. Das hübsche die. Ich würde dann sagen, wir machen eine kleine Pause. Ich grinde jetzt Geld, dass wir uns so diese Butze leisten können. Richte die ein bisschen ein, mach mir ein kleines Startkapital und dann sehen wir uns wieder. Also ich würde aber jetzt direkt morgen jetzt nicht so eine Folge kommt, aber wir setzen uns da dran, dass wir dann schon gut gehen. Ich danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Gerne Daumen nach oben da lassen, Glocke aktivieren, wenn noch nicht erledigt. Und nach dem Pinkeln Hände waschen. Ich merke es, wenn ihr es nicht tut. Bis dahin, reingeschmockt.